Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Luftwaffenjets der Bundeswehr vom Typ Eurofighter zusammengestoßen und abgestürzt. Dabei kam ein Pilot ums Leben, der andere überlebte verletzt. Das Unglück ereignete sich in der Müritz-Region. Eines der beiden Flugzeuge stürzte nahe der Ortschaft Nossentiner Hütte ab, das andere südlich der Ortschaft Jabel. Am Südufer des Flesensee gegen 14 Uhr ein lauter Knall. Sekunden später stürzen brennende Trümmer zu Boden. Zwei Rauchfahnen steigen auf, 10 Kilometer voneinander entfernt. Feuerwehr und Polizei sind Minuten später vor Ort, sperren die Absturzstellen weiträumig ab. Am späten Nachmittag trifft die Bundesverteidigungsministerin ein. Heute ist der Tag der Trauer und des Schmerzes über den Verlust unseres Soldaten, des Piloten. Und wir werden sehr gründlich die Ursachen aufarbeiten. Zweitrangig ist die Frage heute nach der Einsatzbereitschaft. Ab morgen werden wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, aber heute überwiegt die Trauer. Nach Angaben der Luftwaffe sind drei Eurofighter vom Fliegerhorst Rostock-Lage gestartet. Wenig später stoßen dann zwei der Kampfflugzeuge rund 70 Kilometer weiter südlich zusammen. Sie hatten einen Luftkampf simuliert. Munition führen sie nicht mit. Hier gilt es natürlich primär erstmal darum, den Flugdatenschreiber zu bergen und dann entsprechend auszuwerten. Das müssen wir dann alles abwarten. Ich kann nur so viel sagen, trotz aller Tragik oder neben der Trage erfüllt mich natürlich dann auch die Erleichterung, dass zumindest am Boden keinem unserer Mitbürger etwas geschehen ist. Der überlebende Pilot konnte schnell geborgen und ins Krankenhaus gebracht werden. Der Eurofighter steht seit 2004 im Dienst der Truppe. Die beiden Abstürze am Flesensee sind die ersten Verluste dieses Kampfflugzeugtyps bei der Bundeswehr. Hintergründe zum Unglück und Details zum Eurofighter finden Sie auf tagesschau.de. Die SPD soll künftig von einer Doppelspitze geführt werden können. Das erklärte die kommissarische Parteileitung nach einer Sitzung des Vorstands. Um die Nachfolge der bisherigen Vorsitzenden Nahles können sich bis zum 1. September sowohl Teams als auch Einzelkandidaten bewerben. Sie sollen sich der Parteibasis auf Regionalkonferenzen vorstellen. Anschließend sollen die SPD-Mitglieder abstimmen. Das letzte Wort hat dann der Bundesparteitag im Dezember. Rot ist Mode, das war mal so und soll wieder so werden, hoffen jedenfalls die Erben Willy Brandts. Deshalb setzt die SPD für die Zukunft vorzugshalber auf eine Doppelspitze. Ausdrücklich machte der Vorstand dafür heute den Weg frei. Aus drei im Übergang sollen also zwei werden, die sich gemeinsam bewerben, als Tandem sozusagen, in jedem Fall Mann und Frau. Wir wissen, dass das kein Allheilmittel gegen schlechte Umfragewerte ist. Aber die SPD braucht Kraft, sie braucht sehr viel Kraft. Und dazu muss es eben auch möglich sein, dass sich zwei die große Aufgabe teilen. Aber auch eine Einzelperson kann in den Ring steigen. Und auch das ist neu. Die Parteispitze soll nicht mehr im Hinterzimmer ausgeklüngelt werden, sondern die Wahl soll offen und transparent sein. Die Mitglieder entscheiden. Wer 5 Unterbezirke oder einen Landesverband hinter sich weiß, wird der Parteibasis zur Wahl vorgeschlagen. Wir gehen davon aus, dass der Parteitag dem Votum der Mitglieder folgt und dass der Parteitag, das haben wir eben auch noch mal beschlossen, da bleibt, wo er ursprünglich auch geplant wurde, nämlich im Dezember. Den Genossen steht ein heißer Sommer bevor. Denn der Wettkampf ist eröffnet. Bis zum 1. September können sich Bewerber jetzt melden. Als Solisten oder, wie es der Parteivorstand lieber sehe, als harmonisches Tandem. Denn die Genossen wissen zu genau, Zoff und Zwietracht sind Gift für eine Partei, die nach oben will. Die CDU-Spitze hat sich deutlich gegen jegliche Zusammenarbeit mit der AfD ausgesprochen. In einem heute vom CDU-Präsidium und Vorstand verabschiedeten Papier wird die AfD als eine Partei bezeichnet, die rechtsextremes Gedankengut, Antisemitismus und Rassismus in ihren Reihen bewusst dulde. Das müsse jeder wissen, der in der CDU für eine Annäherung oder gar Zusammenarbeit mit der AfD plädiere, sagte Generalsekretär Ziemiak.
Sie verkünden Null Toleranz gegenüber der AfD. Die CDU-Spitze will jegliche Zusammenarbeit unterbinden. In dem Entschließungspapier heißt es, wer die AfD unterstütze, nehme Hetze und extreme Polarisierung in Kauf. All das könne bis zu Morddrohungen führen. Die CDU lehnt jede Koalition und ähnliche Form der Zusammenarbeit mit der AfD ab. Punkt. Zuletzt hatten CDU-Funktionäre aus Sachsen-Anhalt die eigene Partei aufgefordert, eine Koalition mit der AfD nicht auszuschließen. In einer internen Denkschrift plädierten sie zudem für eine Neuausrichtung der CDU. Wörtlich hieß es, man müsse das Soziale mit dem Nationalen versöhnen. Diese Wortwahl lehnt der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt ab. Die CDU müsse stattdessen dafür sorgen, dass diese Gesellschaft stabil ist und dass es nach rechts eine ganz klare Abschneidegrenze gibt. Da halte ich es mit Franz Josef Strauß, der immer gesagt hat, rechts von uns gibt es keine demokratische Alternative. Und das ist heute genauso wie noch vor Jahrzehnten. Und dazu stehe ich und da gibt es auch kein Rütteln. Die AfD glaubt nicht, dass der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU tatsächlich hält. Deswegen wird es Entwicklungen geben, die diesen Beschluss Makulatur werden lassen. Ob das Frau Kamm-Karrenbauer will oder nicht, ist da völlig egal. Die CDU-Spitze hält dagegen. Wer die AfD unterstützt, muss mit Konsequenzen rechnen, bis hin zum Parteiausschluss. Das Kooperationsverbot ist vor allem ein Appell an die Mitglieder im Osten. Im Konrad-Adenauer-Haus ist die Sorge groß, dass Koalitionsdebatten die AfD aufwerten und die CDU vor den anstehenden Landtagswahlen Stimmen kosten könnte. Im Konflikt mit dem Iran hat US-Präsident Trump neue Sanktionen gegen das Land verhängt. Er unterzeichnete eine Verfügung, mit der nach seinen Angaben der oberste geistliche Führer Khamenei und dessen Umfeld getroffen werden sollen. Trump kritisierte das so wörtlich aggressive Verhalten der Iraner. Er verwies auf den Abschuss einer US-Drohne in der vergangenen Woche sowie Angriffe auf Öltanker. Vor laufenden Kameras unterschreibt Präsident Trump einen Erlass, der neue Sanktionen gegen den Iran in Kraft setzt. So sollen Irans geistlichem Oberhaupt Ayatollah Khamenei und dessen Umfeld der Zugang zu finanziellen Ressourcen erschwert werden. Wir werden den Druck auf Teheran weiter erhöhen, bis das Regime seine gefährlichen Aktivitäten aufgibt. Etwa das Anstreben von Nuklearwaffen, erhöhte Anreicherung von Uran, die Entwicklung von ballistischen Raketen, die Unterstützung von Terrorismus, das Anheizen von ausländischen Konflikten und feindselige Handlungen gegen die USA und seine Verbündeten. Konkreter Anlass für die zusätzlichen Sanktionen sei etwa der Abschuss einer US-Drohne durch den Iran. Auch den Angriff auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus wirft die US-Regierung den iranischen Revolutionsgarden vor. Nach US-Angaben sind bereits mehr als 80% der iranischen Wirtschaft von Sanktionen betroffen, besonders der Öl- und Bankensektor. Damit wollen die USA die Führung in Teheran zwingen, einem neuen Atomabkommen mit härteren Auflagen zuzustimmen. Gleichzeitig bekräftigt Trump heute sein Angebot für neue Verhandlungen. Der Iran könne ein friedliches und wohlhabendes Land werden, wenn es auf Atomwaffen verzichte. Noch ist völlig offen, ob die neuen Sanktionen gegen den Iran die erhoffte Wirkung zeigen werden. Bisher gibt Teheran sich kämpferisch und mit wirtschaftlichen Strafmaßnahmen konnte Präsident Trump bisher weder Nordkorea noch Venezuela oder Kuba zu einem Kurswechsel bewegen. Der Sieg des Oppositionspolitikers İmamoğlu bei der Bürgermeisterwahl in Istanbul ist deutlich höher ausgefallen als bei der Abstimmung Ende März. Er erhielt laut Wahlbehörde rund 800.000 Stimmen mehr als der Kandidat der Regierungspartei AKP. Sie hatte auf eine Wiederholung der Wahl gedrängt, erkannte diesmal aber das Ergebnis an. Der Erfolg von İmamoğlu gilt als Rückschlag für Präsident Erdogan. Der Oppositionskandidat und Wahlsieger Ekrem İmamoğlu feiert gestern Abend mit zehntausenden Anhängern. Ich bin hierher gekommen, um alle zu umarmen, ruft er ihnen zu. Zuvor hatte er angekündigt, die Istanbuler versöhnen, statt spalten zu wollen. Der eher konservative Oppositionspolitiker gilt nach dem Sieg gegen die AKP als möglicher nächster Präsidentschaftskandidat. Zwar war der türkische Staatspräsident Erdogan selbst nicht Kandidat seiner AKP-Partei bei der Wahl in Istanbul, dennoch sehen viele ihn als den großen Verlierer. Dieser Gewinner-Nimbus von Erdogan ist völlig verloren. Und man kann sagen, vielleicht ist hier der Anfang vom Ende des Systems Erdogan zu beobachten.
Obwohl auch Erdogans autoritärer Politikstil einer der Gründe für die Niederlage in Istanbul gewesen sein dürfte, scheint er an harten Maßnahmen gegenüber Oppositionellen festhalten zu wollen. So beginnt heute im Westen Istanbuls der Gezi-Prozess. 16 Vertreter der türkischen Zivilgesellschaft sind angeklagt, weil sie die Gezi-Proteste von 2013 organisiert oder finanziert haben sollen. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslänglich. Im Zentrum des Prozesses steht der Kulturförderer Osman Kavala, der seit mehr als 600 Tagen in Untersuchungshaft sitzt. Türkische und internationale Beobachter halten den Prozess für eine Farce. Zu behaupten, Gezi sei sozusagen die Vorbereitung zu einem Staatsstreich gewesen, zum Putsch, das ist so absurd. 2013 protestierten Aktivisten anfangs friedlich gegen die Teilrodung des Gezi-Parks in Istanbul. Die Polizei griff hart durch. Es kam zu wochenlangen Zusammenstößen. Die Zahl der Asylanträge in der EU geht weiter zurück. Im vergangenen Jahr sank sie um rund 10% auf gut 664.000. Auch in Deutschland wurden weniger Anträge gestellt als 2017. Trotzdem liegt die Bundesrepublik EU-weit an der Spitze. Mehr als 184.000 Menschen suchten hierzulande internationalen Schutz. Die zweitmeisten Anträge gab es in Frankreich. Dahinter folgt Griechenland vor Italien. Und an fünfter Stelle steht Spanien. Die Zwangspensionierung von obersten Richtern in Polen verstößt gegen EU-Recht. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden und damit einen Teil der polnischen Justizreform für unrechtmäßig erklärt. Die Regierung in Warschau hatte festgelegt, dass Richter früher in Ruhestand gehen müssen. Zwar nahm Warschau die Regelung in der Zwischenzeit zurück, es stehen aber noch weitere Verfahren gegen die Justizreform vor dem EuGH an. Ein Assistenzarzt am Universitätsklinikum Saarland soll zwischen 2010 und 2014 zahlreiche Kinder sexuell missbraucht haben. Die betroffenen Eltern wurden vom Klinikum aber nicht informiert, wie das ARD-Politikmagazin Monitor berichtet. Zu einer Anklage kam es nie, da der Arzt 2016 verstarb. Heute wandte sich die Klinik an die Öffentlichkeit. Hier in der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uniklinikum Homburg soll es passiert sein. Ein Assistenzarzt habe bei Kindern Untersuchungen vorgenommen, auch im Intimbereich, obwohl diese medizinisch nicht erforderlich waren. Die Klinik stellte 2014 Strafanzeige. Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte 34 Patientenakten. Die Klinik entschied sich, die Eltern nicht zu informieren. Das ist ganz klar, dass man das Kind natürlich schützen will vor weiteren Traumatisierungen, zur Viktimisierung, wenn es dann praktisch erfährt, dass sei irgendwas vorgefallen, was das Kind ja selbst vielleicht gar nicht so erlebt hat. Medizinrechtler sprechen gegenüber dem ARD-Magazin Monitor von einem schweren Versäumnis. In dem Moment, wo man sich entschieden hat, dass die Verdachtsmomente so weit ausreichen, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten, also aus juristischer Terminologie der berühmte Anfangsverdacht besteht. Spätestens an der Stelle hätte auch unter therapeutischen Aspekten die Kontaktaufnahme mit den Eltern bzw. den älteren Kindern erfolgen müssen. Ministerpräsident Hans zeigt sich betroffen und fordert lückenlose Aufklärung. Das Wohl der Kinder steht für mich an erster Stelle. Gerade Kinder und Jugendliche und ihre Eltern müssen sich darauf verlassen können, dass ihr Vertrauen nicht durch Behandler schändlich ausgenutzt wird. So etwas darf nie wieder passieren. Die Klinikleitung will nun alle 300 Patientenakten noch einmal auf Hinweise auf möglichen Missbrauch untersuchen. Anklage wurde nie erhoben, weil der Assistenzarzt 2016 starb. Die Olympischen Winterspiele im Jahr 2026 finden in Mailand statt. Das Internationale Olympische Komitee stimmte in Lausanne mehrheitlich für die norditalienische Metropole. Mailand setzte sich damit gegen den Mitbewerber Stockholm durch. Fünf andere Städte hatten im Vorfeld ihr Interesse bekundet, dann aber zurückgezogen. Unter anderem wegen der zu hohen Kosten und fehlender Unterstützung durch die Bevölkerung. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 25. Juni. Zwischen dem Hoch über dem östlichen Europa und einem Tief über dem Atlantik strömt heiße Luft aus Nordafrika zu uns. Heute Nacht ist es meist sternenklar. Im Norden und Westen gibt es hier und da ein paar lockere Wolken. Die können morgen Richtung Ems und Nordsee auch mal kompakter sein, sonst scheint die Sonne oft ungetrübt. Heute Nacht am Niederrhein tropische 22, im Erzgebirge 11 Grad. Morgen an der Ostsee 27, sonst verbreitet über 30, am Rhein bis zu 37 Grad.
Am Mittwoch erreicht die Hitzewelle ihren Höhepunkt mit bis zu 39, vielleicht auch 40 Grad. Es wird verbreitet sonnig, im Norden sind vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich. Die gibt es am Donnerstag im Südosten, sonst wie auch am Freitag weiter meist sonnig und trocken. Mehr zu dem Eurofighter-Absturz in Mecklenburg-Vorpommern sehen Sie in den Tagesthemen gegen 21.45 Uhr in der Halbzeitpause des Frauenfußball-WM-Spiels Schweden gegen Kanada. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.